Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, und zwar heute mal wieder mit einem kleinen Talentpotenzial-Video. Und ihr seht es oben links schon, heute dreht es sich um die Niederlande. Die habt ihr euch nochmal gewünscht, danach wird direkt auch das nächste Talentpotenzial-Video erscheinen, irgendwann im August. Ich sitze da schon dran an dem Top-Potenzial-Video. Ich versuche da wirklich, dass wir es hinkriegen, auf jeder Position einen 90-rated Spieler ohne Training zu bekommen. Es sieht derzeit sogar ganz gut aus. Wir haben da schon den ein oder anderen 90er und die Spieler sind bisher erst 27 Jahre alt. Das bedeutet, das könnte auf jeden Fall was werden, aber heute dreht sich das erstmal noch um die Niederlande. Die ganzen Talentpotenzial-Videos sind wie immer ohne Training. Also für die, die neu sind, ich habe bei keinem einzigen Spieler bisher irgendeine Trainingseinheit gemacht. Alle Spieler sind ohne Training und haben sich nur selber hochtrainiert, dadurch, dass sie Stammspieler waren, dadurch, dass sie auf der Auswechselbank mal eingewechselt worden sind und so weiter und so fort. Das bedeutet ebenso, dass vielleicht ein Reservespieler sich bei euch traumhaft entwickelt hat und der bei mir einfach keine Spielzeit bekommen hat und deswegen niemals sich so gut entwickelt wie bei euch, denn ich habe immer nur die besten Spieler spielen lassen, sodass wir die zu dem Zeitpunkt so hoch wie möglich einfach kriegen. Das werdet ihr gleich alles sehen, wir werden gleich in die Mannschaft reingehen. Bevor ich allerdings damit anfange, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es auch eine Playlist gibt über verschiedene Nationen. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Das Ganze findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung, wenn ich daran denke, da ich, wie gesagt, das Ganze voraufnehme. Sonst klickt einfach mal auf meinen Kanal rauf und da findet ihr dann die Playlist ziemlich weit oben. Und wenn ihr dabei schon seid und mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich auch gerne tun. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit der Mannschaft. Fangen wir mal wieder mit den Torhütern der Niederlande an, und zwar weise ich hier nochmal darauf hin, das Ganze ist ohne Training, damit ich das nicht wieder in den Kommentaren lesen muss, weil ich eigentlich denke, ich sage das oft genug und dann lese ich immer wieder die Kommentare, meiner ist mit Training weiter. Es soll jetzt auch kein Schwanzvergleich, sage ich mal, hier werden, sondern ich möchte euch einfach nur Talente zeigen, auf die ihr setzen könnt, die ihr vielleicht mal fördern könnt. Mir ist klar, dass der bei euch besser wird oder sonst was, weil ich auch selber andere Karrieren mache und da entwickelt sich der ein oder andere mal besser und der andere mal schlechter. Deswegen müsst ihr mir nicht in die Kommentare schreiben, wer euer Bester ist. Ich möchte einfach nur euch hier so ein paar Talente, sage ich mal, vorschlagen, die ihr auf jeden Fall in eurer Karriere mit einbauen könnt. Wir fangen an mit den Torhütern, die mir jetzt so nicht hundertprozentig gefallen haben. Deswegen überspringen wir die direkt mal. Ihr könnt natürlich immer Stopp drücken, falls euch da doch einer gefällt. Aber wir beginnen mit den Rechtsverteidigern. Und diesen Spieler möchte ich leider nicht aussprechen, weil ich nicht weiß, ob das jetzt komplett mitgesprochen wird oder nicht. Deswegen schauen wir uns einfach mal die Werte an. Und ich muss sagen, das ist ein echt starker Rechtsverteidiger. Hat mir gut gefallen. Mit dem konnte man auch gut spielen. Mein Lieblingsspieler war es nicht. Da habe ich andere in der Offensive gehabt, aber das war ein solider Spieler, sage ich mal, auf den man auf jeden Fall setzen konnte und der mit Abstand der stärkste Rechtsverteidiger war. Dann haben wir hier unsere beiden Innenverteidiger, Riedewald und St. Just, beide nicht unbedingt langsam, wenn man sich hier die Werte anguckt, aber ich sag mal, St. Just ist als Innenverteidiger mit den Sprint- und Antrittwerten schon enorm, also der ist wirklich hinter jedem Stürmer wieder hergekommen, der hat mir richtig gut gefallen und deswegen würde ich auch selber auf den in der einen oder anderen Karriere setzen. Hier haben wir noch die anderen Innenverteidiger, die jetzt nicht so wichtig waren, und dann haben wir die Position, die in den Niederlanden einfach am stärksten war, die Linksverteidigerposition. Wir haben einmal Willems, wir haben Kongolo und wir haben Ake, wenn er so ausgesprochen wird. Drei unglaublich starke Linksverteidiger, das war wirklich die überbesetzte Position, die Linksverteidigerposition. Also da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, probiert die einfach mal aus, wer euch am besten gefällt. Ich sag mal, ein Kongolo kriegt ihr auch auf 88, wenn ihr den trainiert oder wenn ihr den immer spielen lasst. Der hat bei mir halt keine Spiele gemacht, deswegen wird er auch nicht weiter hochkommen. Er hat mich so ein bisschen gewundert. Er war nie Stammspieler, weil Willems immer vor ihm war. Aber er hat sich dafür enorm gut entwickelt. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Ich weiß nicht, wie gut er sich entwickelt, wenn der immer Stammspieler ist, wenn der immer Training macht. Dann könnte das ein echt starker Spieler werden. So, weiter geht's im Mittelfeld. Haben wir einmal Hendricks, super Spieler. Ihr seht hier die gesamten Werte. 87 ist ein echt solides Gesamtrating. Also den kann man auf jeden Fall setzen. Und dann haben wir noch weitere, wie zum Beispiel einen Vilenia oder Vilena oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Ziemlich ausgeglichene Werte. Ihr seht das hier in den ersten Stats, geht das schon wieder nach unten. Aber ist ein ziemlich ausgeglichener Spieler. Wir haben hier noch weitere Spieler im zentralen Mittelfeld, die alle so auf einer Höhe ungefähr sind. Waren auf jeden Fall starke Spieler. Dann geht es weiter auf den Stürmerpositionen schon, auf dem rechten Flügel. Und das war der Spieler, der mir in dieser Mannschaft am besten gefallen hat. Und zwar El Ghazi.
Hat insgesamt 4 Sterne Skills und auch 4 Sterne schwacher Fuß, was ich eigentlich auch immer wichtig finde. Hat mir super gut gefallen. Ihr seht hier auch super viele 90er Werte, sehr, sehr viel dunkelgrün. Super Spieler, testet den auf jeden Fall mal aus, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und mit Training würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine 90 drin, also testet den auf jeden Fall einmal aus. Dann geht's weiter mit Vincent Janssen, dem Stürmer, der jetzt irgendwo hingewechselt ist. Ich weiß gar nicht wohin, aber ich glaube auch für gut 20 Millionen und das nach 12 Monaten, nachdem er gekauft wurde. Und er wurde, glaube ich, ziemlich billig gekauft und wurde nach 12 Monaten schon ziemlich teuer verkauft. Ich glaube, da kommt er in die Top 5 oder so mit rein. Irgendwas habe ich da gelesen. Sehr, sehr starker Spieler. Dann haben wir hier Zivkovic, der vielleicht in den früheren FIFA-Parts um einiges besser war. Das gebe ich auf jeden Fall zu. Ich habe mich schon immer auf Talente, sage ich mal, ein bisschen fixiert, auch in den früheren FIFA-Teilen, auch wenn ich dann das noch nicht mit euch geteilt habe. Aber ich muss sagen, der hat mir in den früheren FIFA-Teilen ein wenig besser gefallen, hat sich da auch besser entwickelt. Dieses Jahr nicht ganz so gut, aber trotzdem zweitbester Stürmer und mit Training kriegt er den auch auf einen soliden Stürmer. Also der geht auf jeden Fall auch in Ordnung. Die anderen Stürmer sind da noch ein wenig schlechter. Dann geht es weiter mit dem linken Flügel. Und zwar haben wir hier Bergwin, wenn er jetzt so ausgesprochen wird. Ich weiß es wirklich nicht, wie der jetzt ganz genau ausgesprochen wird. Solider Spieler, das Einzige, was mich an ihm so ein bisschen gestört hat, ist einmal so ein bisschen die Physis. Der ist irgendwie weggeflogen wie sonst was, wenn er in Zweikampf gegangen ist. Und der hat leider nur 2 Sterne schwacher Fuß. Da habe ich mir auch ein bisschen mehr erwünscht. Aber der ist noch extrem jung. Ihr seht hier, 29 Jahre jung, ist hier damit einer der jüngsten Spieler auf jeden Fall im Kader. Die ersten sind schon 33, wenn man das hier sieht. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr junger Spieler. Und deswegen würde ich sagen, kann man auf jeden Fall auch noch auf den setzen. Vielleicht wird er mit 31, wäre er hier vielleicht sogar auch auf 87. Man weiß es ja nie. Deswegen testet ihn auf jeden Fall mal aus. Dann geht es weiter mit dem nächsten linken Flügel und zwar ist das Kischner. Die haben sich immer hier so einen Zweikampf bereitet, wer der Stammspieler war, wer nicht. Kischner kennt ihr wahrscheinlich, hat 5 Sterne Skills, das ist richtig stark, aber auch nur 2 Sterne schwacher Fuß. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, kann dafür auf beiden Flügeln eingesetzt werden, hat auch ordentlich Tempo, 91 Tempo, 86 Sprintgeschwindigkeit. Also das ist auf jeden Fall auch ein Spieler, bei dem ihr keinen Fehler macht, wenn ihr den kauft. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hier haben wir dann noch Dos Santos, Dari und das wäre es dann auch schon gewesen. Das sind die größten Potenziale, sag ich mal, aus den Niederlanden. Ich bin jetzt mittlerweile auch schon an dem Top-Potenzial-Video dran, also das wird auf jeden Fall im August kommen, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Denkt auf jeden Fall an den August, da wird das Video kommen und ich versuche wirklich auf jeder Position eine 90er-Rating zu schaffen und es sieht derzeit sehr, sehr gut aus, das kann ich euch versprechen. Wir haben schon 1-2 90er-Rated-Spieler und das mit 26, 27 Jahren. Also das sieht auf jeden Fall sehr, sehr stark aus. Hier nochmal die komplette Mannschaft, ihr seht es hier, sind auf jeden Fall starke Spieler dabei. Letztendlich bleibt es euch selbst überlassen, welchen Spieler ihr euch mal anschaut, welcher Spieler überhaupt richtig gut in eure Karriere reinpasst, auf wen ihr vielleicht setzen wollt und dann wäre es das schon von diesem Video gewesen. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch mit diesem Video unterhalten, konnte euch auch vielleicht den ein oder anderen Spieler näher bringen, den ihr noch nicht kanntet und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Checkt meinen Kanal aus, falls ihr den noch nicht kennt und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.